Gehen wir wieder hoch, ja. Lass uns wieder hochgehen. Und es ist Tag. Ist das nicht schön? Und wir sind immer noch schwach auf der Brust. Lass uns mal vorsichtshalber ein paar Tomaten essen. Ich gehe mal lieber wieder auf die Pyramide und gucke erstmal. Unser eigentliches Ziel war ja, Sand zu sammeln. Und direkt hier an der Pyramide können wir das auch. Und dann würde ich tunlichst vorschlagen, dass wir ganz schnell wieder nach Hause gehen. Wir werden jetzt alle Tomaten aufessen. Ist mir jetzt egal. Ich will jetzt hier überleben. Wir müssen jetzt hier überleben. Den Sand, den wir sammeln, den wollen wir natürlich auch mitnehmen dann. Und nicht irgendwo hier als Leiche liegen lassen. Oh, Tomate, Tomate, Tomate. Es wird dringend Zeit für richtiges Essen. Wir werden uns auch bald einen Grill aufstellen. Schön vors Haus. Wenn wir auch den Boden so ein bisschen bearbeitet haben. So, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Sand, gib mir Sand, gib mir Sand, gib mir Sand. Hier sind jetzt bitte nirgends Tiger. Ich höre nichts, ich sehe nichts und es soll jetzt auch nichts kommen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. So, also wenn jemand meint, dass ich in der Pyramide, um das jetzt eben abzuschließen mit der Pyramide, wenn jemand meint, dass ich in der Pyramide was übersehen habe, bitte schreibt es mir. Oder wenn jemand auch genaueres, warum habe ich eigentlich die Lampe immer noch an? Deswegen ist es auch so gleißend hell. Wenn da jemand irgendwas genaueres weiß über die Pyramide, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. So, wie viel Sand haben wir denn? Ah, schon 44. Das geht doch relativ schnell. So ein paar, also ein paar Stacks würde ich ja doch schon ganz gerne mitnehmen, ne? Weil wir jetzt auch nicht so oft in die Wüste kommen und wer weiß, was wir noch alles für Glasscheiben und sonst alle möglichen Sachen, die man aus Sand herstellen kann, noch brauchen könnten. Wäre es ganz gut, wenn wir uns da so ein bisschen eindecken. Ich meine, allzu viel Platz im Inventar haben wir sowieso nicht mehr, aber so ein bisschen eindecken wäre natürlich nicht ganz verkehrt. So. Alles ruhig, alles friedlich. Sehr schön. Was liegt da eigentlich rum? Das ist echt eine gefährliche Welt geworden. Echt eine gefährliche Welt geworden. Seit dem Upgrade. Diese vielen Raubtiere. Also man kann wirklich ohne vernünftige Waffen nicht mehr rausgehen. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn man sich richtig cool ausrüstet, ne? Dann macht das, glaube ich, richtig Bock hier auch. Was liegt da? Was ist da denn so rot? Was ist da denn so rot? Wollen wir da mal eben hingehen? Was ist denn da so rot? Eisen? Kupfer? Was ganz anderes? Bitte kein Tiger jetzt. Da hinten ist noch ein Tiger. Da ist ein Tiger. Was ist das? Was ist das? Verschwinde. Nein, 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 nein. Wir legen uns jetzt nicht mit dem Tiger an. Das ist jetzt, im Moment sind wir dafür zu schwach. Das geht jetzt nicht. Wir sollten zusehen, dass wir gleich verschwinden. Ich glaube, das ist einfach zu gefährlich im Moment. Wir werden zurückkehren. Wir werden an diese Stelle auf jeden Fall zurückkehren, wenn wir besser ausgerüstet sind. Und ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal die Beine in die Hand und verschwinden. Wir müssen jetzt schon weit über ein Stack gesammelt haben. 64, 61 sind jetzt fast zwei Stacks. Damit können wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge machen. Und deswegen hauen wir jetzt auch ab. Und diese ganzen Sachen, die dann noch an der Pyramide sind, wir haben die auf unserer Map. Ist ja alles kein Problem, da sehen wir das ja. Sieht man sogar, wenn man das vergrößert, da sieht man es richtig groß. Das muss eine richtig fette Rohstoffader sein. Und natürlich werden wir die auch noch ausbeuten. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo müssen wir hingehen? Da. Genau diese Richtung. Und wir nehmen die Beine in die Hand und hauen ab. Und hauen ab und hauen ab und hauen ab. Da ist wieder ein Tiger. Tiger. Alter, wie viele Tiger sind denn hier? Die können doch gar nicht, die können doch gar nicht überleben. Bammel.
Mann, die Richtung stimmt ja. Ich hab so Bammel. Alter, wie viele Tiger sind denn hier? Der ist hinter uns. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Noch einer. Alter, wie viele Tiger gibt's denn hier? Das kann doch gar nicht sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir die jetzt wohl abgehängt? Ich meine, wir rennen hier wie irre durch die Gegend. Auf die wir abgehängt haben. Ich wage mich nicht. Ich wage es nicht, mich umzudrehen. Alter. Alter. Also das können wir nicht nochmal machen. Das geht nicht. Mit der Ausrüstung gehen wir nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir denn überhaupt hingelaufen? Wo ist unser Haus? Da. Mann, ey. Ich möchte jetzt bitte nur zum Haus. Und jetzt bitte, 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 kein Bären jetzt irgendwo. Oh, eine ziemlich geile Gegend hier eigentlich, ne? Eigentlich hier eine richtig coole Gegend. Warte mal, hier sind Äpfel. Die können wir wohl mal eben pflücken. Was sind das denn für Rohstoffe hier? Okay, Moment. Noch mit den Nerven zu Fuß hier. Wir können auch nichts mehr einsacken. Wir sind brechend voll. Hier ist noch eine Truhe. Wieso habe ich eigentlich eine Truhe? Achso, das war dieses von diesem Haus. Das ist immer noch die Truhe im Inventar. Wir können das auch nicht mehr ein. Wir können das auch nicht mehr einsammeln. Unfriedlich grasen die Elche. So, was haben wir hier noch für Eisen? Ist das Eisen oder Kupfer? Ich weiß das nie. Kupfererz. Haben wir das jetzt eingesammelt? Ah ja, okay. Kupfererz hatten wir sowieso noch im Inventar. Lass uns jetzt einfach mal weiterlaufen. Lass uns jetzt einfach mal nach Hause gehen. Das bringt hier überhaupt nichts. Ah, das war echt heftig jetzt. So, haben wir noch die richtige Richtung? Ja, im Grunde genommen haben wir sie. Ein bisschen weiter nach da und jetzt geht's los. Ein Glück, dass uns die... Was? Wir haben gerade einen Tiger gehört, oder? Das kann echt nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein, was wir hier machen. Ein Bär! Oh nein! So. Also, wie man sieht, wir sind wieder daheim. Das ist ja unschwer zu übersehen. Ich bin gerade nochmal in den Wald gelaufen, habe mir die Sachen wiedergeholt. Das war aber eine Tortur, das sage ich dir. Das war unglaublich. Also, der Wald wimmelt
von Grizzly und Schwarzbären oder Braunbären, ich weiß nicht. Also alle möglichen Arten von Bären auf einmal vor allen Dingen. Also daran sieht man sehr deutlich, was hier nach dem Upgrade alles passiert ist. Es ist also extrem. Man kann wirklich so, wie wir sind, nicht mehr großartig rausgehen. Ich bin froh, dass wir unser Haus schon so weit haben, weil die ganzen Bären, direkt hier, wo der Wald anfängt, da laufen schon die ersten rum. Also Elche gibt es da ja sowieso ohne Ende inzwischen. Vorher hatten wir irgendwie zwei oder so, die hier in der Nähe rumgelaufen sind. Aber Bären gibt es da zuhauf. Deswegen, wenn wir jetzt auch Bäume fällen, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht allzu weit in den Wald reinlaufen, weil die greifen einen sofort an und die stratzen auch wie irre lange hinter einem her. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen, ich überlege jetzt auch schon gerade, ob wir das Tor vielleicht noch zumachen, wenn wir in unserem Haus arbeiten, dass hier nicht irgendwo was, dass hier irgendwo nicht mal ein Bär über den Berg kommt und uns eventuell hier völlig nervt. Ich weiß es nicht. Aber egal. Ich fühle mich hier so ein bisschen nackt und ein bisschen unsicher, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Ist man schon so leicht traumatisiert irgendwie. Naja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber das ist schon extrem. So, und jetzt würde ich auch sagen, dass wir unsere Truhen, dass wir jetzt hier draußen gar nichts mehr großartig ablegen, sondern jetzt hier oben anfangen, so langsam unser Rohstofflager aufzubauen. Eine Truhe steht da schon. Jetzt haben wir eine von diesem, aus diesem Haus noch mitgenommen. Die sieht aber ganz anders aus. Eigentlich wollte ich die jetzt hier, wo die ja auch ganz schön aussieht, ne? Aber jetzt hier verschiedene Truhen deponieren wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Wir können die einfach mal hier hinstellen. Gerade gucken. Raster ein. Direkt an die Wand. Egal, wir können ja erstmal so ein paar Mischtruhen hier irgendwie hinstellen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, hier kommen jetzt die ganzen Felle rein. So, weil wir so viel, extrem viele Felle inzwischen gesammelt haben. Draußen in der Truhe sind auch noch welche, die wir natürlich auch alle noch verwenden werden. Was machen wir denn mit diesem Piano? Eigentlich sind wir ja noch nicht so weit, dass wir jetzt auch das Haus einrichten wollen. Das sieht doch irgendwie kacke aus, ne? Dieses Piano. Ich weiß ja nicht. Wollen wir es erstmal hier hinstellen? Ich meine, wir haben es ja, wir haben es ja. Ob wir es brauchen, weiß ich nicht. Aber so haben wir schon so einen kleinen Einrichtungsgegenstand, den wir dann... Wohl, eigentlich soll ich auch noch eine Wand durchgezogen werden auf Dauer, ne? Hm. Oder hier, ne, direkt an die Treppe ist auch blöde. Fenster. Hier soll irgendwo auch noch ein Bett hin. Das wollen wir nicht vergessen. Das, ich glaube, das Bett stellen wir ganz nach oben. Das Bett stellen wir, glaube ich, ganz nach oben. Deswegen können wir jetzt erstmal hier fürs Erste dieses alte Piano hinstellen. Aber ganz ehrlich, das sieht schon kacke aus, ne? Sieht schon so ein bisschen kacke aus, dieses Piano. Okay, wir haben es jetzt gerade in die Wand gestellt. Weißt du was? Völlig Banane. Bauen wir nochmal wieder ab. Und stellen das mal irgendwo ein bisschen... Ist das jetzt in der Wand? Man sieht das teilweise gar nicht. Das ist doch jetzt nicht in der Wand. Eigentlich... Boah, dauert das lange, bis man das platziert. So. Jetzt ist besser. Ja. So können wir das doch stehen lassen. So. Haben wir noch ein bisschen gestimmt. Jetzt passt es auch von den Noten her. Okay, Sand. Ich möchte jetzt gern das Haus hier zukriegen. Ganz ehrlich, ich möchte das Haus hier zukriegen. Wir wollen jetzt endlich vernünftig arbeiten. Wir brauchen Glas. Glas, 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 Glas. Welche Werkbank war das nochmal? Damit habe ich echt noch Schwierigkeiten. Leitern, Schilder, Gerüste. Ich glaube, es war... Die Sägebank kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Doch, Glasscheibe. Viermal Sand. Wir haben 129. Das ist doch wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn eigentlich. Ich mache einfach mal so ein paar. Sechs... Sechs Glasscheiben. Ach ja, Fensterrahmen brauchen wir auch. Wir hatten weiße Fensterrahmen. Fensterrahmen. Mal ganz schön hochgehen. Wie viel benötigen wir denn noch? Fensterrahmen sind ja alle drin, oder? Ja. Fensterrahmen sind alle drin, aber ganz oben brauchen wir noch welche. Ganz oben brauchen wir noch welche. Und zwar vier Stück. Vier Fensterrahmen. Auch diese geteilten, zwei geteilten. Fensterrahmen A, B, genau. Der war's in weiß. Weiß, 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 weiß. Wo haben wir weiß? Achso, 5 Mann Holz brauchen wir dafür. Na gut.
Dann machen wir halt Holz. Baumstammstück. Da haben wir auch noch ganz viel Holz in den Truhen drin. Ich mache immer wieder Neues, obwohl wir in den Truhen was haben. Ich bin mir nicht sicher. Moment, das war ein Fensterrahmen. Wir gucken nochmal gerade in die Truhe, ob hier Holz drin ist. Nicht, dass wir alles doppelt und dreifach jetzt produzieren. Da, da ist nämlich ganz viel Holz. Wir haben Unmengen an Holz und müssen hier überhaupt nichts produzieren. Fensterrahmen. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel waren das? Eins. Ach ne, ein ganzer. Ein ganzer Fensterrahmen. Das reicht natürlich noch nicht. Zwei, drei, vier. So, vier Stück brauchen wir. Die setzen wir mal rein. Und dann brauchen wir auch endlich ein Bett. Ich will hier endlich schlafen. Ich brauche meinen erholsamen Schlaf. Brauche ich. So, sorry, hier müssen wir nochmal hochfliegen. Noch ist die Leiter nicht da. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier klappt. Fensterrahmen, Fensterrahmen. Raster. So soll er sein. Ein bisschen zurückgehen, dass man das also als Ganzes sieht. Erst müsste es zu sein. Wenn man das so macht. Schöne Fenster eigentlich, ne? Ja, ist auch klasse. Sieht gut aus. Ich glaube, das können wir so lassen. Zack. Alle Fensterrahmen verbraucht. Jetzt fangen wir gleich hier oben mit den Scheiben an, wenn wir schon dabei sind. Scheibe. So packe ich das immer nach unten. Ich glaube, es ist so witzig irgendwie. Ich bin das von Minecraft gewöhnt, dass ich die Sachen immer unten reinlege. Deswegen packe ich die immer nach unten. Nicht, dass du denkst, ich bin irgendwie doof oder so. Aber daran liegt das, weil ich so lange Minecraft gespielt habe. Und das ist einfach drin. So, die Scheibe passt sich automatisch dem Fenster an. Das finde ich irgendwie total nice, dass das passiert. Ja, richtig gesetzt. Passt. Das war, glaube ich, vor dem Upgrade auch noch nicht so, ne? Trotz Raster. Das war nicht so einfach, das zu setzen. Jetzt ist es irgendwie einfacher. Die Scheibe passt sich automatisch dem Fensterrahmen an. Sie ist schon fast gemütlich hier in unserem Haus. Und richtig gemütlich wird es erst, wenn wir beginnen, hier auch auszuleuchten. Guck mal, jetzt wird es nämlich richtig dunkel. Wir müssen jetzt noch einmal draußen schlafen. Und morgen, so, hier können wir, glaube ich, runterspringen. Ja. Wir sind ja sportlich. So schnell passiert uns ja nichts. Hier unten sind ja schon Fackeln. Und irgendwie ist das schon gemütlich, wie das hier mit den Fackeln aussieht. Und das werden wir natürlich oben auch machen. Außerdem bei den ganzen Bären, die hier rumlaufen, habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, hier noch länger zu schlafen. So, neuer Morgen, neues Glück. Fackeln. Lass uns mal Fackeln setzen. Achso, Moment, wir sind noch nicht mit den Fenstern durch. Wie viele Scheiben brauchen wir denn noch? Dann können wir das endlich abschließen. Hier ist Glas drin, da ist Glas drin. Man sieht es ja nicht so ganz genau. Hier ist noch nichts drin und da noch nicht. Zwei Glasscheiben brauchen wir noch. Zwei. Dann haben wir es geschafft. Zwei Stück. Nur zwei. Glasscheibe. Eins, zwei. Wir haben so viel Sand, wir können ein ganzes Haus aus Glas bauen, wenn das ginge. Genau hier. Schön. Ich freue mich. Ein bisschen stolz können wir sein, oder? Ein bisschen stolz können wir sein. Ist schon irgendwo recht cool geworden. Bis jetzt. Und jetzt setzen wir erstmal Fackeln rein. Und ein Bett. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Ach, wir haben noch zwei Glasscheiben über. Naja, egal. Was mache ich mit den ganzen drei Karten hier? Die müssen auch mal irgendwie in die Truhe zurück. Oder... Moment, wir packen die Karten erstmal weg. Dann nehmen wir die Felle hier raus. Damit wir die erstmal einsortieren. Ach, hier unser Repetiergewehr. Das nehmen wir auch mal wieder mit ins Inventar. Steine. Ich glaube, die Steine können wir auch erstmal gleich so langsam in die neuen Truhen reinpacken. Ich habe mich noch nicht so richtig für eine Truhenart entschieden. Ich glaube, wir nehmen erstmal ein paar verschiedene Truhen. Dann sieht es auch interessanter aus. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt zu den Fackeln. Was brauchen wir denn nochmal dafür? Ich habe lange keine Fackeln mehr gemacht.
Beleuchtung, hier Lichter. Lichter, Lichter, Lichter. Fackelhalterung, Holz. Fackelhalterung. Das ist die für den Boden. Das irgendwo ist die auch für die Wand. Laterne, Decke. Obwohl Laternen sind natürlich auch sehr nice, ne? So schöne Laternen. Gartenfackel, die kennen wir. Laterne, Laterne, Laterne. Die haben wir auch. Die noch nicht. Ich glaube, wenn wir die ohne Glas herstellen, da kam auch letztes Mal ein Kommentar in der Community. Ich glaube, ohne dieses Milchglas sind die Laternen irgendwie ein bisschen vorteilhafter, weil man dann die Fackel sieht und weil die dann auch, glaube ich, ein bisschen heller ist. Oder vielleicht ein bisschen heller ist. Fackelhalterung, Holz, Metall. Wo ist denn dieser Wandhalter eigentlich? Fackelhalterung. Ich suche die ganze Zeit diese... Ich suche das. Wo ist das? Was denn jetzt? Fackelhalterung, Fackelhalterung, Gartenfackel, Laterne, 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 Sonne, Mond und Sterne. Das ist immer so die Sache, dass man das dann irgendwie nicht weiß, ne? War das denn hier? Bauelemente, Schränke, verschiedenes Dekoration, Jack-O-Lantern. Ach ja, dieser Kürbis, genau. Wo war das? Gardinen gibt's auch. Nice. Blumentopf, Blumentopf. Bärenfellteppich. Ein Bärenpelz. Ja, wir haben ja auch andere. Wir haben ja auch hier Tigerfell und so weiter. Aber jetzt geht's um diesen Fackel, um diese Fackelhalterung. Wieso sind die da nicht bei? Die waren da doch sonst bei, oder nicht? Absperrungen, Schilder, Gerüste, Geländer, Leitern, Badezimmer... Das kennen wir eigentlich auch schon, meine ich. Betten, Türen, Dekoration. Ich will da oben jetzt vernünftige Lampen anbringen. Wieso können wir denn diese Fackelhalterung jetzt nicht? Grill, Smoker. Ja, okay. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das jetzt gerade echt überhaupt nicht. Rohstoffe, Bauelemente.